So, Freunde des gepflegten Überfalls. Moment, was sag ich da? Willkommen zurück zu Spider-Man Remastered. Ich hab die Stadt ein kleines... Ja, ganz genau. Ich wollte gerade sagen, dass die Stadt ein kleines... Boah, Alter, jetzt redet ihr auch noch. Der beunruhigende Bericht über Spider-Man in unseren öffentlichen Parks, wo unsere Kinder spielen. Offenbar verfolgt er Tauben. Ja, wilde Tauben. Vielleicht sorgen sie um seinen Geisteszustand. Und das zu Recht. Haben sie je von der Goliath-Fuß... Ja, lassen Sie mich und meine mein Taubenfetisch in Ruhe. Moment, was? Ich hab die Tauben von dem, ich glaube Howard, ich sag mal Harry, aber das stimmt gar nicht. Von dem Taubenheini da mit eingesammelt. So, Preisfrage, wer ist der Taubenheini von One Piece? Der schon mal nicht. Ciao. Und ich glaube, da bin ich auch bei der letzten Taube. Ich muss mich mal wieder... Ja, genau. Reiß die ganze Stadt auf mit deinem komischen Schlag. Jetzt reicht's. Der Gegner, ne? Das ist halt... Der ist halt echt krass. Der hat's drauf. Wenn du mal irgendwo eine Straße bauen musst oder so, eine Abkürzung durch ein oder zwei Gebäude, dann rufst du besser den Typen an, der interessiert. Tschüss. Auf den habe ich gelust. Wieso schießen denn immer alle auf mich? Du bist jetzt Teil der Baustelle. Tschüss. Wenn sie nur nicht ständig Geisel nehmen würden. Ja, ist doch nervig. So, wo war ich jetzt? Ich wollte eigentlich wieder irgendwas sagen, aber da komme ich ja nie zu. Ich habe die Stadt ein bisschen aufgeräumt. Ja. Nur in mehrerer Hinsicht, vielerlei Hinsicht, so. Und ich würde gerne, wo wir jetzt ins Französische abdriften, gerne ein paar Nebenmissionen machen und die restlichen Tauben und die letzten Katzenverstecke hier machen. Gott, es ist einfach, ey, das ist, du hast einfach alles zu tun. Dass ich hier bei denen jetzt hier noch nicht mitlaufe und hier die Leute festnehme, das reicht mir schon. Genau, ich habe den Anzug auch einmal getauscht. Sieht ehrlich gesagt richtig, richtig nice aus. Da wohnt Mr. Lee. Das mache ich dann nochmal später. Peter. Wie viele? Achso, mal eben die Katzensachen fertig machen, hat er gesagt. Genau, wir holen uns einmal die letzte Taube. Neben Tau A auch Tau B. Und ich fahre erstmal mit der Bahn. Who is the Spider-Man? Nein, das ist ein anderer, der hat einen anderen Anzug an. Danke. Gibt es eigentlich so einen förmlichen Spider-Man, so mit Anzug und Krawatte? Das ist dann so der Finanzviertel-Spider-Man. Der spinnt ihre Finanzen ein. Wo wollte ich... Ah, wollte ich denn hin? Da wollte ich hin. Auf zur Taube. Wollte er, aber da gibt es noch das ein oder andere Verbreaken. Komm einfach zu gar nichts. Die Dämonen haben eine Bombe in einem Auto. Ich muss sie aufhalten. Ja, natürlich musst du das. Achso, den darf ich erst. Einfacher in die Abendnachrichten, Leute. Tschüss. Nein, nein, das lohnt sich immer. Wow. Ja. Okay, dann lass ich einfach mal da, wo er ist. Wenn das mal nicht meine liebste Bande maskierter Psychos ist. Ausstieg in Richtung geradeaus. Endstation. Du gehst, steigst rechts aus. Oh shit. Vergiss nichts zurück. Easy. Restliche Zeit. Mhm. Moment. Nimm das, da ist deine Bombe. Ich muss sie entschärfen. Tschüss. Und erstmal schön in den Kindergarten geschmissen. Ups. Was, wenn mir das. Sorry dafür. Das ist, auch wenn das jetzt gerade ein bisschen makaber war, aber ich wollte jetzt gerade schon... Alter! Genau, das war das Karma. Ups! Ja, mach mich fertig. Ah, weich aus! Wenn das jetzt schon makaber war, ich dachte nur gerade direkt daran, gut, dass wir nicht in Amerika sind, dann, ne? Jo, was macht er denn? Wo dann quasi auch Gott in die Welt da bewaffnet wird in solchen Schulen oder, ne? Ja, die sind einfach ein bisschen bekloppt. Die Dämonen zahlen sicher jede Menge Versicherung. Jetzt darf ich mich politisch nicht verrennen. Ich würde, ne, also ist ja nicht so, dass wir auch Probleme haben und so.
aber das ist ja wohl auch ein sehr offensichtliches Problem. Ja, dadurch, dass, hier ein Schulschießereien da und da. Willst du mich verarschen? Ja, bin unterwegs. Officer Spider. Ich glaube, ich spinne. Die Dämonen werden immer dreister. Die Antwort darauf, dass es Waffengewalt an Schulen gibt oder so, ist halt darauf, ja, okay, dass wir Kinder, die Leute halt überwachen oder so. Aber Überraschungseier verbieten wir. Tschüss. Die sind doch tödlich, der ganze Zucker. Die gehen mir langsam echt ein kleines bisschen auf die Erdnüsse. Ja, schieß auf mich. Ja, du auch, ja. Ist okay, ist okay. Guck mal, du kriegst erstmal ein Schleudertrauma. Moment. Tschüss. Finde ich immer noch seltsam, dass wenn die in der Luft sind, generieren die einfach lächerlich viel Fokus. Und ja, es ist mir endlich auch mal aufgefallen, dass ich die einspinnen kann, wenn die da so direkt neben dem Auto stehen. Pass auf. Ja, so jetzt nicht. Hat hervorragend nicht funktioniert. Schädeltrauma! Oh. Ja, er trifft mich einfach trotzdem. Guck mal, den kann ich aufwerfen. Moment. Ne, Moment. Shit. Ja, das war falsch. Da halte ich mich erstmal. Wo ist er denn? Wer ist denn nochmal? So. Tschüss. Ach so, ja, natürlich. Darf ich denn jetzt hier endlich mal die Mission machen? Darf ich endlich mal was Produktives tun? Warte. Ne, das reicht nicht. Tschüss. Tschüss. Die schießen alle auf den, keiner trifft den. Schaumtruppler. Schaumtruppler-Syndrom. Alter. So. Howards Taube. Komm her, mein Täubchen. Mist, ich muss sie kriegen. Mein Turteltäubchen. Die noch so kurr, kurr. Was übersetzt harte Sackgesicht bedeutet. Hallo? Okay. What the heck was this? Hab dich! Fangaltauben von Howard! Ja, Howard Stark. Ob der so hieß? Spider-Man, ich glaub's nicht. Es sind alle wieder da. Sehr gern, Howard. Die Vögel sind froh, dass du da bist. Naja, Sandra kam mit ihnen klar. Es sind eigentlich ihre Vögel. Und weil sie nicht mehr da ist, sind es deine. Es ist so, als ob etwas von ihr weiterlebt, weißt du. Ich verstehe ganz genau. Du bist ein guter Mensch, Howard. Komm einfach vorbei, wenn du die Familie mal besuchen willst. Clarence sagt, er vermisst dich. Danke nochmal, Spider-Man. Clarence so, kurr, kurr, das war gelogen, kurr. Wo wir gerade von Clarence reden? Nee, keine Ahnung. Was wollte ich denn jetzt? Fähigkeiten. Genau, das heißt, der... Achso, da kommt jetzt gar nichts mehr, ne? Schade. Das... Oder kann ich den... Nee, ne? Da kann ich scheinbar nicht nochmal hin, außer ich sehe das gerade nicht. Ich glaube, dass ich das gerade eher nicht sehe. Fertigkeiten. 2. So, Luftreißer. Ich muss den Bodenschlag lernen. Jo. Denn... Moment, wie setze ich den nochmal ein? Warte mal eben. Hätte ich mir vielleicht mal durchlesen sollen. Drück mal im Absprung von einem Gegner oder im Luftkampf. X plus A, um mit explosiver Kraft auf den Boden... auf den Boden zu schlagen. Jo. Mache ich sonst in der Öffentlichkeit auch immer. Hier jetzt noch ein bisschen mehr. Und da kommt der... Boah. Was ist denn los mit euch? Oh, es geht schon los. Oh yes. Ich muss eigentlich mal wieder den Spider-Bro einsetzen. Den fand ich irgendwie nicer. Ich tacke gleich erstmal an die Wand.
Easy. Das war's schon? Ja, irgendwie Breakfast. Wirken die Diebe ein bisschen nachlässig in letzter Zeit. Was soll ich denn jetzt? Ich wollte diese Nebenmission machen. Das war nämlich wichtig. Aber wenn es das ist, was ich denke, dass es ist. Man sieht ja hier und da mal ein paar Screenshots von dem Spiel. Ne? Dann denke ich mir so, wo war das denn jetzt nochmal? Und wenn ich glaube, dass es diese Nebenmission ist, dann bin ich auch zufrieden. Spider-Man, hier drüben! Jaja. Moin! Spider-Männer. Stimmt das nicht? Oh, doch, doch. Ich wollte nur Danke sagen, dass du meine Tochter vor den Dieben gerettet hast. Wann genau war das? Gerade eben. Du hast so viel zu tun, dass du die Übersicht verlierst, was? Beim Theater, 126. und Paul. Sie hat mich gerade angerufen. Stimmt. Sorry, gerne doch. Schön, dass es ihrer Tochter gut geht. Okay, da war ich definitiv nicht. Ich sollte mal nachsehen, was da los ist. Ja, das klingt seltsam. Gerade eben. Wie so ein... So eine Stempelkarte, so. Du wurdest einfach schon so dreimal von Spidey gerettet. Ja, dann hast du so eine Stempelkarte. Beim vierten Mal rettet er dich einfach nicht. So, Da ist das Theater. Samt Tatort. Mal rausfinden, was da passiert ist. Okay. Noch am Leben. Also war es kein tödlicher Beschützer. Immerhin etwas. Buongiorno. Tut mir leid, ich war zu spät. Danke, dass du sie beschützt hast, Spider-Man. Ja, die Credits nehme ich gerne, aber... Schon wieder da? Wolltest du denn nicht nach dem Brand sehen? Stimmt, bin unterwegs. Wo lang gleich nochmal? Letztes Mal bist du da lang, nach Süden. Danke, hab mich etwas verlaufen. Jemand macht mich nach. Vielleicht wieder Chameleon. Ich muss eine Spur finden. Chameleon. Bei How I Met Your Mother habe ich gelernt, dass es Chameleon heißt. Moment. Riecht tatsächlich, als hätte es da hinten gebrannt. Wie die Smogwolken von vorher. Da ist der Brandschaden. Wurde wohl schnell wieder gelöscht. Du bist zurück. Vielen, vielen Dank, dass du meine Freundin gerettet hast. Ich dachte, sie verbrennt. Gern doch. Ich will nachsehen, ob es allen gut geht. Aber der Rauch setzt mir zu. Wissen Sie noch, wo ich als nächstes war? Sorry, hab meiner Freundin geholfen. Ich denke, du bist wieder da hoch. Danke. Grüße an Ihre Freundin. Dieser falsche Spider-Man hilft also Menschen. Aber was er tut, ist gefährlich. Ich muss ihn finden. Ja, aber... Leuten hilft das ja nicht. Ja, gut. Meine Netze hat er wohl nicht drauf. Nein, nein, das ist die Spider-Leiter. Das ist quasi der, ne? Der Vorgesetzte von ihm, der Leiter. So, ich, Deckel? Wo ist er denn hin? Achso. Hey, Spidey, was hast du mit dem Feuerlöscher gemacht? Ein Feuerlöscher, hä? Wo hat er den gelassen? Hat sich irgendwie seltsam. Also, kommt den Leuten das nicht irgendwie seltsam vor, wenn er so vor sich selbst dahin nuschelt? Mit wem kann ich denn? Achso, mit dem kann ich reden. Moin! Ich glaube, alle sind in Sicherheit. Gut gemacht, Spider-Man. Ja, keine Ursache. Moment, warum verstelle ich meine Stimme? Schnelle Reaktion. Buongiorno! Ein Feuerlöscher, hä? Wo hat er den gelassen? Ein Leuerfischer? Ja, ist ja gut, dann wechselt doch eben ins Englische. Alles okay. Irgendwas habe ich noch nicht gemacht. Da hole ich mir doch gleich erstmal. Nee, keine Zeitung. Free. Das ist free? Okay. Nice. Na, Leute, Müll durchsuchen. Och nein. Feuerlöscher benutzt. Was für ein Mittel enthält der? Moment. Moment. Ich glaube, das ist gar nicht so offensichtlich. Ich kann auf jeden Fall nichts mitnehmen.
Ah, okay. Ja. Ah, ist wieder so offensichtlich, ne? Hm. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich Mr. Leash. ADP. Standard. Das kann ich nicht aussprechen, ohne dass mir die Zunge bricht. Ammonium, Dihydrogenphosphat, da easy. Er hat Löschmittel an sich. Wenn ich meine Linsen auf die chemische Signatur abstimme, führt mich das direkt zu Spidey 2.0. Er ist ein Fußgänger. Keine Netze, keine Kräfte. Was er da macht, ist Selbstmord. Oder sehr beeindruckend. So ganz ohne Kräfte ist schon nicht so ganz schlecht, würde ich sagen. Kämpf weiter für das Gute. Hey, du könntest Jameson wegen meiner Verhöhnung verletzen. Ja, Quatsch, bist doch alle voll. Alles okay? Moin. Ja, genau. Moin. Ich bin's. Spider-Man, hey, wir helfen dir mit den Dämonen. Hey! Spidey! Ich hab Fisks Festnahme im Salz gesehen. Hör auf! Ich muss los. Moment. War cool, dich kennenzulernen. Ich hätte deine Geschäftsidee. Cowards. Tu so, als wäre ich ein Schurke. Das war's. Tu so, als wäre ich ein Schurke. Okay. Gibt's erstmal den Spidey-Begrüßungsstiefel? Kinder wollen in dieser Jahre. Spinnenkrise! Ich muss durch! Nice! Man kann sich was zu essen kaufen. Erstmal eine Brezen. Diese Hotdogs riechen super. Nicht übertreiben. Hast heute schon einen bekommen? Er bekommt gratis Hotdogs? Bekomme ich nie! Sag Spaghetti! Okay, what the heck? Hey! Der da sieht aus wie nach einem Kampf. Vielleicht weiß er was. Hä? Wo? 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 Hä? Ach, da! Ja, okay. Lasst mich in Ruhe! Habt ihr schon alles gesagt? Der Deal steigt auf dem Dach. Ehrlich! Okay, bleib einfach sauber, ja? Hä? Aber dann kann er doch... Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Dann hat er aber echt was drauf. Also, holy shit. Lass das! Hallo? Das war aber sehr unhöflich. What the heck? Also, mein Doppelgänger hat's echt drauf. Ich wollte gerade sagen. Das gibt eine Narbe. Eine gratis Gehirnerschütterung. Der wird ein paar Tage Schmerztabletten brauchen, aber er überlebt. Verdammt. Die Drogen sind noch hier. Da scheint es gut zu. Die Polizei wird schon aufräumen. Der falsche Spidey ist wohl die andere Feuerleiter runter. Okay. Das ist er. Aha. Die Leute mögen ihn wohl. Ich meine mich. Das ist echt schräg. Gern doch, werte Bürger. Entschuldigt mich, da ist jemand in Not. Okay, so rede ich nicht. So redet überhaupt niemand. Lasst ihn gehen. Ja, klar. Für deinen Kopf bekommen wir sogar noch mehr von Mr. Fisk. Wow, hey Jungs! Ich bin nicht der echte Spidey! Nee, bist du nicht mehr. Zeit für Chancengleichheit. Wow. Wusste ich's doch, dass es mehr als einen gibt. Hilft er mir jetzt? Jawohl, der hilft. Jawohl, der mischt mit. Okay. Ich schaffe das Game. Yo, nice. Soll ich die Chance verpassen, dem echten Spidey zu helfen? Niemals. Ja, dann gerätst du halt kurz in eine Schießerei. Alles cool. Du kannst kämpfen. Schwarzer Gürtel. Lehrer am Shikara Dojo. Ich wollte helfen. Die Legende verbreiten und so. Wenn du wie ich aussiehst, erbst du meine Feinde. Und ich hab viele Feinde. Achtung, da kommen mehr. Ich nehm die mit den Knarren. Du den Rest. Sieht mir aber nicht so aus nach schwarzer Gürtel. Ja, der schießt ja einfach in die Menge. Ja, ist auch okay. Moin. Geil, die haben sogar so... Ist mir bis dato gar nicht aufgefallen, dass die so Rüstungen haben, wo auch noch Fist draufsteht.
Wenn du der Gemeinschaft helfen willst, hier in der Nähe ist ein Feast-Center. Die Leute dort könnten Selbstverteidigungskurse brauchen. Gute Idee. Langsam erkenne ich auch den Nachteil dieses Anzugs. Ach. Gibt nur Vorteile. Siehe A bis Z. Boom. Ich kann aber einen Schlag reinhauen hier. Also noch einen Schlag mehr. Ey. Ey. Komm zurück. Extra nachschlagen. Ja, da kommt einfach mal einer mit einem Raketenwerfer durch die Tür so. Ja. Gleich das Meme nachstellen. Wenn noch einer kommt, also noch ein Spidey. Jo, der nimmt den. Ja, natürlich. Werfer? Hau ab! Ich erledige sie! Eindeutig eine gute Idee. Easy. Mann, echt krass! Wie hast du das geschafft? Mit vielen Beulen. Hey, dein Herz ist am rechten Fleck. Aber wenn du so weitermachst, gehst du drauf. Ja, ist mir jetzt klar. Keine Sorge, ich hänge den Anzug an den Nagel. Nie mehr Spider-Man. Gute Idee. Außerdem braucht man kein Kostüm, um etwas zu ändern. Hey, echt guter Spruch. Den merke ich mir. Und warum trägst du dann eins? Nee, die haben das Meme leider nicht nachgestellt. Mist. Okay. Ich dachte, da wäre noch irgendwas gewesen. Ach so, das... Wow, ich darf die... Ich darf die Herausforderung hier nochmal machen. Boah, das hat ja unfassbar gar keinen Spaß gemacht. So. Überleg gerade, macht's noch Sinn? Ja, macht es noch. Da haben wir nochmal eben eine zweite. Dann machen wir in der nächsten Folge auch den Mr. Lee. Dem mal lieb die Faust aufs Auge zu drücken. Schön mit Schmackes. Ups. Muss mich wahrscheinlich ganz schön ranhalten, wenn ich das Spiel bis zum 20. Oktober durchhaben möchte. Also im Sinne von auch die Folgen und sowas alles rausgehauen. Wahnsinn! Ich glaube, das werde ich eventuell nicht schaffen. Zahlreiche Zeugen haben gesehen, wie dieser Aufschneider Spider-Man sich über den Times Square schwang und Netze auf elektronische Werbetafeln schoss. Gut, diese Werbetafeln sind abscheulich. Zu meiner Zeit waren Werbeschilder Kunstwerke. Aber wichtiger ist doch, was hat er davor? Hier meine Theorie. Er infiziert die Tafel mit einem Virus, damit sie Passanten unterschwellig hypnotisieren. Warum hypnotisieren? Damit sie Spider-Man mögen! Und das macht er schon seit Jahren. Das ist die einzig plausible Erklärung dafür, dass diese Gefahr so viele Fans hat. Ich weiß nicht, warum dem immer noch Leute zuhören, also ganz ehrlich. Deine Berühmtheit. Aber gut, ne? Wenn du hatest, dann hört dir eh immer einer zu. Das habe ich ja beim letzten Mal schon 1 bis 5 Milliarden Mal erwähnt. Die was? Ich weiß nicht, was das ist. Niemand weiß das. Das ist ja das Tolle. Mach ein Foto von dem Code an der Wand und es geht los. Ganz einfach. Es ist für die Bedürftigen. Tja, in dem für Fall. Für die Bedürftigen, ach so. Okay, drücke so das und das. Fotografiere den Code. Welchen Code? Den Code. Aha. Boom. Hab's. FM! Du hast die Herausforderung angenommen. Willkommen bei meinem Stream. Ach, BTW. Jetzt, da du an Bord bist, steigen die Zuschauerzahlen wie verrückt. Und so funktioniert's. Der Matrix-Barcode, den du geknüpft hast, sendet dir die GPS-Koordinaten eines weiteren Codes in der Gegend. Hört sich alles recht zeitintensiv an. Sorry, aber ich muss Leuten helfen. Oh, lustig, dass du das sagst. Denn das hier hilft den Bedürftigen. Ganz besonders einer. Der letzte Matrix-Barcode verriet dir den Standort eines... Jetzt kommt's. Entführungsopfer. Was? Ich weiß. Erhöhter Einsatz und all das. Ist sie nicht telegen?
gefangen. Hilflos. Was? Wird sie verhungern? Ersticken? Die Zeit ist knapp. Das Internet sieht zu. Tschüss. Boah, das ist... Das ist echt... Oh Gott. Sie ist irre. Aber ich muss mitspielen. Uff, ich muss schon wieder die Backpfeifen-Gutscheine verteilen. Es ist wieder soweit. Der nächste Matrix-Barcode. Der wird nicht so einfach werden. Ach so, ich muss wahrscheinlich dann auch den richtigen Winkel haben. Ja, fast. Guck mal, das geht doch. Das geht doch vollkommen klar. Ach, komm schon. Nein, das zählt nicht. Hab's. Ach, Mist. Gruß geht raus an meine Fans, die gerade neu im Stream sind. Und IRL bei Spidey! Yeah, Screwball! Sind jetzt alle durchgeknallt? Ja, ein bisschen. Lies ich euch ein paar Zeilen meiner Fans vor. Zack von Emma sagt, liebe dich, Screwball. Dein Scream hat mich im Knast motiviert. What? Oh, Fancy Dick sagt, Ruffel, wie du J. Jonah Jameson die Kante verpasst hast. Ruffel, Fancy Dick, absolut. Slim Gad ist ein alter Freund der Show, den Spidey eingebuchtet hat. Er sagt, kannst nicht erwarten, Spider-Free zu demütigen. Geht mir auch so, Slim Gad. Ja, das lass ich mal. Schade, Jungs. Ihr müsst zurück zur Cinnamon Challenge. Kommentarlos. Tut mir leid, Spidey. Die Cinnamon Kann Challenge. Nichts dagegen tun, wenn meine Fans so eifrig sind. Diese Leidenschaft. Hashtag gesegnet. Hast du gerade laut Hashtag gesagt? Das ist echt fast so schlimm wie die Entführung. Nee, schlimmer. Code solltest du die Koordinaten für den nächsten Ort bekommen haben. Beeil dich! Unsere Freundin ist allein und traurig. Ja, ist ja gut. Ich überleg gerade, wann ich das letzte aufrichtige Roffel gehört habe. Und ich glaube, das ist mindestens schon so ein bis drei Jahrzehnte her. Nee, keine Ahnung, aber ja. Da ist der andere Code. Auf zwei Gebäude aufgeteilt. Hä? Das wird knifflig. Was? Wo? Wie? Wieso? Warum eigentlich? Wo? Ich sehe nichts. Du kannst beim... Genau. Fotografiere den Code. Ja, welchen? Ich sehe nichts. Ich bin... Hä? Doofe Frage. Stehe ich vielleicht auf dem Gebäude, wo der drauf ist? Hä? Okay, ich bin offiziell verwirrt. Hat er mir nicht gerade gesagt, dass er den irgendwie gesehen hat oder so? Aber wäre auch cool, wenn er mir mal sagen würde, wo er den gesehen hat und nicht einfach nur sagt, dass er den sieht. Dann würde ich den vielleicht auch sehen. Siehst du? Ganz einfach. Ne, ich bin verloren. Boah, ey, das... Zwei Tomaten auf den Augen hast und dann noch das Brett vom Kopf, dann weiß ich auch nicht. Hä? Ach da! Okay, das war wieder. Das war mal wieder zu offensichtlich. Okay, deswegen sagen die mir das auch mit dem. Wo ist denn der Projektor dafür? Ah, ja, easy, guck mal. Dann. Ja, irgendwie, ne? Brauchst du nicht sehen dabei, ist völlig normal. Easy. Hab's! Das ist jetzt total inoffiziell. Aber offenbar wollen dir ein paar meiner Fans ein kleines Care-Paket bringen. Sie sagen, dass du voll Bombe bist.
Schnapp sie dir schnell! Sonst tut sich noch wer weh! Ich hasse euch. Tschüss. Ach so, ja, ich hab für alle. Nicht zu weit springen. Tschüss. Wo ist die letzte? Ja, da oben. Oh, oh. Ah. Tag, tick, tag. Ja, ist ja gut. Nerv mich nicht. Langsam glaube ich, du strengst dich nicht an. Ah, easy. Der zählt noch. Und meine Menschen heben ebenfalls ab. Toller Job für ein einfaches Foto, Mann. Jetzt solltest du die Koordinaten zu unserem Opfer haben. Rette sie, bevor unseren Fans langweilig wird. Im Entertainment heißt Langeweile tot. Ist nicht weit weg von hier. Ich muss schnell sein. Wohin? Ach da. Ah, okay. Ich dachte jetzt gerade irgendwie mal so ein, ne, so daran, so einen Satz mit Faust, Gesicht und Koordinaten rauszuhauen, aber das, weiß ich nicht. Ich hab's dann mal gelassen. Hoffentlich kriegen wir die dann auch zu fassen. Überall Kameras. Hier ist es. Kannst du mich hören? Moment, ich reiße die Tür ein! Oh mein Gott! Spider-Man, oh mein Gott! Ich bin dir so dankbar. Für die Abermillionen Klicks gerade! Boah, ich hasse sie! Ich hasse sie einfach! Screwball. Schon krass, oder? Du solltest den Blick sehen in deinen gruseligen Augenlochdingern. Oh, schau! Wow. Noch mehr Follower! Juhu, Follower! Yay! TLDR! Also, das ist ja nicht gut. Dann sag, sie sollen aufhören! Too long to read? Nee, too long didn't read. Das ist schmerzhaft. Irgendwie irgendwas, ist ja auch egal. Au! Au! Jetzt reicht's aber. Bloß ein Glückstreffer! Müll zu Müll? Du bist erledigt! Glaub's nicht! So, kann ich hier. Kann ich hier. Ne? Nee, kann ich nicht. Schade. Verdient hätte sie es. Oh, oh. Ja, bringt ja einfach nur allen irgendwie alle in Gefahr und so. Die unfairen Waffen wieder nutzen. Warte. Die unfairen Waffen. Hier bitte. Und hier bitte. Uff. LOL. Was wird mir denn zur Last gelegt? Ich hab gar nichts getan. Ja, versuchter Mord und so, das Übliche. Das waren alles meine Fans. Da hat sie recht. Wird schwierig, sie dran zu kriegen. Auch als Spinne fange ich langsam an, das Netz zu hassen. Hat er nicht gesagt. Cool, da gibt es noch einen Tag- und Nachtwechsel. Fertigkeitspunkt. Nice. Kann ich das noch? Schon wieder die falsche Taste. Ich lerne es einfach nicht. Es ist einfach sinnlos. So, da brauche ich Zeit für Netzschlag und Reichweite des Netzschlags. Aha. Ach so, ja, das, ja, komm. Nimm das einfach mit. Einen neuen Anzug. Anzug. Mit CH. Das sieht, interessant aus. Genauso wie das hier.